So, jetzt haben wir die Brick da unten noch. Und die zerlegt sich da. Oh, ja, wunderschön. Sieg, ohne einen Schaden einzustecken. Wunderschön. 60 Smaragde, Diamanten und Status gesunken. Wir spielen weiter. Ich würde gerne mal den Golf haben wir gemacht. Hier fehlen uns noch Seeschlachten, eindeutig. Nee, nee, ich will die Seeschlachten machen, genau. Santa Eva und los geht die Schlacht. Wir schießen zuerst. Und das war's auch schon. Okay, gut. Ich habe gedacht, das kann nur gut überlebt, die Santa. Aber halt nicht. Die Santa Eva fragt man dann auch ab, weil die braucht man nicht. Die ist für mich sowieso kleine Mission, ist die ganz gut, aber ansonsten. Hier kann man noch eine Seeschlacht machen. Nee, zurück. Nee. Seeschlacht, genau. Und zwar nehmen wir da die Santa Luis und die Santa Eva. Und das wird ein knapper Kampf. Das kann ich schon mal sagen. Ah, hat die denn jetzt gerammt oder was? Ach du Scheiße. Okay, jetzt wird die Brick rammen. Ui. Okay, die Santa Luis werde ich dann jetzt verfracken. Weil die beiden Schiffe wollte ich eh loswerden. Gut. 30 Smaragd, Diamanten. Weiterspielen. Die Flotte. Santa... Moment, Santa... Ich will weiter. Hallo? Santa. Santa Luis. Schiff abfracken. Bestätigen. Jawohl. Und die Santa Eva lassen wir mal noch in Ruhe. Oh, Quatsch. Nein. Abbrechen. Seekarte. Gut, wir haben das gemacht. Ich würde gerne noch mal dahin und würde da ein... Dahin und würde da die Seeschlacht machen wollen. Mit der Santa Eva. Die reparieren wir auch nicht. Lassen wir auch so lange, bis sie stirbt und dann passt das. Schafft ihr das? Ja, schafft ihr. Wunderschön. So gefällt mir das. So machen wir gerne Geld. Wir sind Piraten auf ganz hohem Niveau. Wie viel haben wir jetzt eigentlich zum Diamanten? Steht das irgendwo? Da, 480. Okay, ich würde aber noch Ostkanada gerne die Mission machen. Nee, zurück. Und zwar die Seeschlacht hätte ich gerne machen. So, Santa Eva und die HMS Odin. Die checken die Lage hier vollkommen. Santa Eva schießt schon mal auf die... Oh, die werden die HMS Odin sicher rammen wollen. Ich darf nochmal, okay. Aua. Na, das hat Schaden gemacht. Hui. Jetzt muss ich die ganze Santa Eva mal anstrengen. Komm schon. Mit einem Schlag. Nein, Mist. Okay, die Brick ist tot und jetzt kommt die Santa Eva nochmal. Und blub, dann gewonnen. Hey. Wenn es auf die Santa Eva losgegangen wären, hätten wir eh sofort verloren. Also hätte das Schiff sofort verloren. Also von daher auch nicht schlimm. Gefährlich gesunken. Jawohl, weiterspielen. Und noch eine Seeschlacht ist hier verfügbar. Geschwindigkeitsbonus bekommt die Odin jetzt. So. Das ist ja bitter, also. Kanonenboot und Schoner. Ich meine, geht's noch. Was? Die verarschen schon noch so viel Schaden. Die gingen ja schon auf meine Odin los, ja? Die guten. Und schon wieder. Na dann, zeig mal, was wir können. Wunderbärchen. Und jetzt darf sie sein, der Eva, und das ist vorbei. Es ist vorbei. Vorbei, vorbei. Vorbei, vorbei. So, 35. Diamanten wieder und das... Oh, wunderschön, wunderschön. Weiterspielen. Und ganz können wir es ja nicht machen, gell? Ja, okay. Jetzt haben wir das gemacht. Portugal hat jetzt noch Seeschlachten offen. Jetzt, wo ich weiß, wie das endlich geht mit den ganzen Seeschlachten, ist natürlich ziemlich einfach und wir haben ganz schön was offen. Das wird beim nächsten Mal natürlich nicht so sein. So, Santa Eva schicke ich jetzt mal nicht in den Kampf. Ich nehme jetzt lieber zwei stärkere Schiffe. Die haben es Odin zum Beispiel und die repariere ich auch gleich.
Jupp, bestätigen. Und die Hermes Triton bestätige ich natürlich auch noch. Warum wird die nicht repariert? Ich raff das nicht. Bestätige Schiffreparatur. Repariert aber auch nicht, hä? Jetzt hat's repariert. Hä? Raff ich nicht. Okay. Na dann. Starten wir mal. Die Hermes Uni wird lange brauchen, aber wird gleich am Anfang das Schiff tot machen. Okay, das wird Schaden hier. Ui, aua. Genug hier haben es irgendwie. Ich dachte, ich gehe immer noch ein Schiff los. Deswegen hoffe ich mal, dass... Ja, okay. Nein, hat Schiff. Mist. Okay, nee, gut gefahren. Und ich darf. Yay. Haben so in die Hälfte verloren, aber ansonsten sind wir wieder mal die Sieger. Haben wir überhaupt schon mal einen Kampf verloren? Ich glaube nicht, gell? So, na dann weiterspielen und natürlich noch die nächste Seeschlacht hier. Flup, flup. So. Und wir legen los und ich werfe ein Feuer auf, das geht schneller. Boing. So, fertig. So, komm hier. 30 Diamanten, warum ich mal Smaragde sagen will. Und noch ganz schnell Nordafrika die Missionen. Ja, Nordafrika gibt mehr. Ich mache noch schnell jemand Nordafrika Seeschlachten und dann können wir die Schiffe auf gefährliche Missionen schicken. Ohne davon ausgehen zu müssen, dass sie dabei drauf gehen. So, okay. Reparieren. Auswählen. Nein. Hey, jetzt geht es immer mit, beim ersten Mal muss ich bestätigen, beim zweiten Mal aus. Ich raff's nicht. Okay, lass mal das. Nee. Verarsch mich nicht. Strong. Schiff reparieren, bestätigen. Auswählen. Schiff repariert. Ich fühle mich echt total verarscht. Bestätigen. Schiff reparieren. Strong. Bestätigen. Jetzt geht's. Vielleicht lag's einfach nur ein bisschen. Kann natürlich auch sein. Okay. Die werden beide zuerst schießen. Okay, das tat weh. Bitte nicht nochmal auf den... Aua. Komm schon, gib alles, was du kannst. Ja, wunderschön. Und jetzt darf ich. Flup und weg mit dir. Wir haben echt krasse Schiffe schon mal dabei, das kannst du nichts anderes sagen. Ich glaube, wenn wir unsere Schiffe abfragen, kriegen wir da bestimmt auch 300 dafür oder so. Übrigens geil. So. Und noch eine Seeschlacht. Huch. Geschwindigkeitsbonus bekommt natürlich die MS Triton und ansonsten die MS Odin. Und los geht's. Gegen zwei Schoner brauche ich mir keine Mühe geben. Fliehen, wir müssen fliehen. Nein. Weg damit. Der wird einmal angreifen jetzt. Ja, aber klar, dass er die Odin angreift. Ist aber auch ein geiler Name. Ich weiß gar nicht, ob man die Schiffe umbenennen kann. Ich guck gerade, so stark gucken. Okay, dann lasse ich das erstmal und fange jetzt hier mit den Missionen an. Und zwar nehmen wir erstmal das hier an. Da schicken wir, ja komm, wir schicken gleich die hier los, Schiff entsenden. Santa Eva Maria. Dann nehmen wir gleich die nächste Mission, den Klerus füttern. Schicken das Schiff los. Und dann nehmen wir gleich die nächste Mission, das Schleckermaul. Schiff entsenden. Und schicken die Hermes Odin los. Missionen anzeigen. Was ist mit denen da? Kann ich die nicht machen, oder wie? Nicht machen! Portugal. Mission wählen. Und wir schicken los, dass die MS Glory. HMS Glory. Und verfluchte Nacht. Und wir schicken los die Katalanen. Kein Schiff verfügbar. So, jetzt will ich mal ganz kurz gucken, die Flotte. Zu dieser Mission neues Dock hinzufügen. Tempo, Frachtraum, Schoner, die Flotte Santa Maria, Eva, Schiffe auf See.
Ich guck ganz mal, ich will... Achso, neue Stock hinzufügen. Machen wir mal, weil wir haben ja gerade so viel. Auswählen. Jawohl. Und noch ein neues Stock hinzufügen. Jawohl, machen wir natürlich auch gleich. Und ich kann auch schon 9 Schiffe haben. Alter, das ist krass. In ihrer Flotte sind maximal 15 Schiffe erlaubt. Mit Edelstein können sie mehr neue Docks... Neues... Können sie ein neues Dock freischalten. Jetzt habe ich es. Aber mich wundert gerade, dass ich... Nee, nicht verlassen. Abbrechen. Mich wundert gerade, dass ich... ja, genau, Details. Dass ich... Details erwähnen. Dass ich die Schiffe nicht umbenennen kann. Soweit ich weiß, geht das. Wie die MS Glory zum Beispiel. Kann ich da nicht irgendwie... Auf einer Mission, Tempo, Kriegsschiff, Frachtraum, neues Dock hinzufügen. Ich kann es auch nicht reparieren, kann sein, dass ich es nur machen kann, wenn es gerade nicht auf einer Mission ist. Ich weiß es nicht. Okay, verlassen erstmal die Flotte. Und wir geben uns... Moment, wir können das Schiff ja jetzt aufrüsten. Wir haben ja jetzt diesen komischen Segel bekommen, wo ich gar nicht weiß, ob das Segel jetzt Fracht verkaufen. Zucker! 580 ist nicht viel, aber selten. Wunderschön. Und den Rum 1000. Da haben wir ganz schön Rum gesammelt. Wir saufen ziemlich wenig hier. Das geht ja gar nicht. Frachtverkauf. Jetzt kaufen wir was. Aussehen der Jackdaw. Haben wir nicht irgendwas freigeschaltet? Haben wir das nur freigeschaltet oder können wir das wirklich kaufen? Oder haben wir das schon gekauft, meine ich? Rautensegel haben wir. Weißes Segel, Rautensegel. Habe ich jetzt drauf. Ausgerüstet, okay. Und Steuerrad der Jackdaw. Und vergoldetes Steuerrad. Ich nehme das da noch. Und dann Jackdaw Upgrades. Können wir was kaufen? Wir können die Jagdkanone ausrüsten. Wir haben ein bisschen Metall. Würde ich aber gar nicht machen. Stärke der Kettenschüsse würde ich auch nicht ausbessern wollen. Da würde ich aber noch warten wollen, bis wir bessere Upgrades kriegen. Und einen Kenway-Mann, da habe ich nicht bekommen, gell? Nee. Okay, gut. Dann gehen wir mal wieder raus. Klingt leicht stürmisch draußen, oder? Ja, okay. Ja, freut euch bloß über euren Captain. Freut euch. So, dann geht's weiter, meine Damen und Herren. Wir begeben uns... Ja, wir sind natürlich jetzt zurückgeworfen worden ein Stück. Weil ich ja neu starten musste, das ganze Spiel. Moment. So. Und da haben wir ein Metall gefunden. Dieses leicht flüssige Metall, das auch auf Wasser schwimmt, ist ja allgemein bekannt. Obwohl, ich weiß gar nicht, kann Quecksilber auf Wasser schwimmen zum Beispiel? Ist ja auch Metall. Aber ich weiß es nicht, ob das... So, laufen wir mal hier den Hafen an. Das sieht schon ein bisschen größer aus hier. Halt! Andocken. Wunder. Wunderprächtig. So. Und wir begeben uns mal auf die Insel. Scheint ein kleines Fischerdorf zu sein hier. Da können wir Upgrades kaufen, aber das können wir ja auch so. Ach okay, das ist der Aussichtspunkt da drüben. Mein Freund, wollt ihr unter Dann gehe ich mal die. Oh, was war das? Das lacht aber gerade ganz schön. Gehe ich mal direkt dahin, wollte ich gerade sagen. Schafft er natürlich nicht. Unser Superheld. Das ist ihm zu. Hallo? Jetzt schafft er es. Okay. Oh, die Sonne, das ist richtig geil mit der Sonne. Okay, und hoch da. Hallo Falki! Oh, wer ist das für eine kleine Falki? Du bist eine kleine Falki. Yay! Und wir synchronisieren die nächste dörfliche Gelegenheit. Gut, ist ein großes Fischerdorf. Die haben wahrscheinlich gar nicht mehr Platz gehabt zum Bauen. Woo! Das ist bestimmt ein beliebter Kinderspielplatz. Wir haben sich gleich so eine Auframpe gemacht, falls da jemand mal reinspringt oder so. Ist schon geil gemacht, muss man mal sagen. So, okay, dann gucken wir jetzt mal nach, was wir hier alles so haben.
Was ist denn das? Das ist Rumzeichen hier. Das ist alles auf Stelzen gebaut. Woher kennt denn der mich? Ich bin ein bekannter Pirat. Das ist alles auf Stelzen gebaut, verarscht mich nicht. Der baut dann ein gesamtes Dorf nur auf Stelzen. Hat er gerade Englisch geredet? Moment. Hallo Thorsten. Würdest du nochmal ganz kurz? Hallo? Jetzt sprichst du nicht mehr mit mir. Okay, dann halt nicht. Jetzt redet sie wieder, die will mich doch verarschen. So, okay. Wir gehen erst bei ihr her und holen uns den schmucken Anhänger hier. Was ist da drüben? Hier irgendwo muss eine Flasche sein. Und ich meine ausnahmsweise nicht mich. Nanu? Ach, da drüben liegt sie. Was haben wir denn hier?